Für mich ist die Mode immer eigentlich eher eine Nebensache. Also, weil ich gehe immer auf die Persönlichkeit ein und auf die Emotionen des Bildes. Und ich weiß nicht, ob man da das mit Nüsse knacken vergleichen kann, aber meine Nuss knackt sich, wenn die Persönlichkeit stark ist und wenn ausdrucksvoll, wenn einfach eine Emotion rüberkommt. Und dann ist die Kleidung eigentlich Nebensache. Also ich kann halt dadurch, dass ich für eine Modefirma Fotografie überhaupt fotografieren. Und es gibt ja auch wirklich tolle Mode, die sehr inspirierend ist. Also wenn man mit Farben arbeiten kann und mit Formen auch, also irgendwie engen Kleidern, fließenden Kleidern und so, dann ist das natürlich, das unterstützt das schöne Foto. Also selber bin ich nicht so ein modischer Typ, also das da brauche ich wirklich Stylisten, die das zusammenstellen. Also zum Beispiel Ellen von Unwerth, die hat auch selber so ein Auge für einen bestimmten Stil. Ich sehe das dann und finde das gut oder nicht. Also ich kann schon sagen, änder mal die Hose, die passt jetzt nicht so zu der Bluse. Sowas fällt mir vielleicht schon mal auf, aber im Großen und Ganzen gehe ich immer auf den Mensch, egal ob Model oder Kanzler oder so. Schön ist halt, Mode mit Porträt zu verbinden, und dafür stehe ich eigentlich schon immer, dass ich das verbunden habe. Also ich glaube auf jeden Fall an den weiblichen Blick, das ist einfach ein anderer. Männer sind mehr organisiert, so das alles vorzubereiten, genau sich und dann den Weg abzufahren und gehen da direkt da rein, dass sie sagen, also sind mehr so führermäßig unterwegs. Erst gehen wir dahin, dann gehen wir da. Ich glaube, dass Frauen mehr Teamworker sind und ein größeres Einfühlvermögen haben, für plötzlich was ganz Verrücktes anderes zu machen. Die Spontanität ist, glaube ich, mehr aus dem Bauch einfach. Aber das heißt nicht, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Das ist anders und schon gibt den Blick. Und ich finde es ganz toll, diese Ausstellung gemacht. Also ich bin total fasziniert und total stolz, dass ich hier hängen darf.